Hi Leute und herzlich willkommen. Bei mir dreht sich heute und in der nächsten Zeit alles um World of Warcraft. Ich werde einen Char von 1 auf Level 100 leveln. Werd gucken, dass ich es so gut wie möglich währenddessen erkläre, weil es sich ja doch ein ganz schönes trockenes Stück geben wird. Ja, fangen wir direkt los hier mit der Charaktererstellung. Mal gucken, was wir hier spielen wollen. Ja, dicken Tauren nehmen oder eventuell doch Troll. Ich glaube, der Taure wird's. Ich werde einen Jäger spielen. Ja, passen wir den nochmal an. Haben wir hier alles. Ja, was man vielleicht dazu erwähnen sollte, ist, dass gerade durch Warlords of Draenor ein riesen Grafik-Update kam. Also die Charakter wurden alle größtenteils komplett überarbeitet. Kann ja vielleicht nochmal von vornherein durchgehen. Also hier die Orks, die Untoten. Also da wurde jede Menge gemacht, die nach 10 Jahren oder nach 12 Jahren, wo dieses alte Model existiert hat, die mal vernünftig anzupassen und zu überarbeiten. Und ich finde eigentlich, dass es ziemlich cool geworden ist. Die Blutelfen haben oder sollen in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch noch ein grafisches Update bekommen. Es war mit einer der einzigen Klassen, ich glaube mit den Drenais zusammen, wo es oder den Worgen, wo es nicht zu dem Datum rausgekommen ist, wo es für alle anderen Klassen gepatcht wurde. Ja, Menschen, gerade die Zwerge, sind jetzt wirklich mal so ein Stück ansehnlicher geworden, auch wenn sie wirklich immer noch hässlich bleiben. Ja, nichtsdestotrotz werden wir auf jeden Fall bei der Horde spielen. Ich werde einen Tauren machen, einen Jäger auf jeden Fall. Habe ich einfach mal Lust zu, einen Jäger zu spielen. Jäger sind ganz cool, die haben noch so einen Begleiter mit dabei. Der ist gerade im Low-Level ziemlich angenehm, bevor man denn dann die ersten Instanzen gehen kann und worauf sich dann eigentlich auch die eigentliche Levelphase beschränkt. Ja, dann. Komm, hier klassisch schwarz-weiß die Kuh. Böse Kuh. Hörnchen. Die sehen ganz gut aus, die nehme ich hier. Oh, Farbe neu ändern. Ah, machen wir weiß. So. Aber mal gucken, was hier noch an Namen frei ist. Wir werden auf dem Server Black Ops leveln. Das hat zum einen den Vorteil, dass der Server voll ist. Der Vorteil kommt daher einfach, dass man wesentlich mehr auf diesem Server machen kann. Alleine die Gruppensuche, die doch mittlerweile serverübergreifend ist, für die man sich jedoch immerhin immer noch anmelden muss, geht es auf BlackRock einfach schneller voran. Man hat immer noch ein paar Leute, die in den Zonen rumlaufen oder in den Hauptstädten rumlaufen. Es gibt zwar immer noch die serverübergreifenden Zonen, aber wenn man sich dann doch da mal so einen leeren oder mittleren Server anguckt, ist man doch wirklich schon relativ alleine. Deswegen werden wir hier einfach zusehen, dass wir auf BlackRock loslegen. Und vielleicht lernen wir noch ein paar Leute kennen. Das schauen wir mal. So, mal gucken, ob hier mein Monkey House auch funktioniert. So, da sind wir wieder. Großes Unglück hat die Tauren erschüttert und lässt ihre Loyalität gegenüber der Horde wanken. Ein Streit zwischen dem neuen Kriegshäuptling Garrosh Höllschrei und dem vielgeschätzten Taurenhäuptling Cairn Bluthoof führte zu einem Duell, das mit Cairns Tod endete. Dieser Verlust ließ die üble Matriarchin Margatha Grimmtotem angreifen, in dem Versuch, die Kontrolle über Donnerfels zu erlangen. Allerdings konnte Cairns tapferer Sohn Bane Bluthoof den Angriff erfolgreich abwehren und verbannte die überlebenden Grimmtotem in die letzten Winkel des Landes.
Unter Banes vielversprechender Führung wollen die Tauren die Wunden heilen und die Balance zwischen den verschiedenen Fraktionen der Horde wiederherstellen. Mit diesem Ziel führt eine neue Generation von Tauren, die Sonnenläufer, ihr Volk einem Neubeginn entgegen, einem Hoffnungsschimmer am Horizont. Als stolzes Stammesmitglied aus Malgor müsst ihr die Ehre eures Volkes behaupten und das Land eurer Vorfahren beschützen. Ja. Wahnsinn. So, jetzt mir erstmal was zurechtziehen. Die Kamera rausnehmen, hier mal die erste Quest auf jeden Fall schon mal annehmen. Und dann werde ich auf jeden Fall mal hier nachgucken, wie das mit dem Twink Equip ausschaut. Denn mit dem neuen Addon ist das Twink Equip, hat das Twink Equip einen extra Reiter. Der müsste, glaube ich, genau, der ist hier bei den Mounts, bei den Reittieren mit drin. Und da können wir uns die sogenannten Erbstücke rausholen, die man jetzt für Gold, für die Ingame-Währung, bei einem Händler in der Hauptstadt kaufen kann. Zu dem Händler werden wir auf jeden Fall in der Laufe der Zeit noch kommen und ich werde euch den Händler mit den Erbstücken und den Preisen auch noch zeigen. Das System ein bisschen vereinzelt erklären, wie ihr diese ganzen Sachen abgegradet bekommt, weil sie zum Teil beschränkt sind. Also wie die Hose hier zum Beispiel, die jetzt von Level 1 bis 90 reicht. Da hätten wir die Möglichkeit, die jetzt noch von Level 1 bis 100 abzugraden. Das heißt, dass diese Hose oder diese ganzen Erbstücke, die wir hier sehen, im Verlaufe der Zeit mit uns mitleveln werden und mit jedem Level ein Stück stärker werden. Ja, viele dieser Teile geben auch noch plus Erfahrung. Das sind dann zum Beispiel jetzt gerade auf dem Kopf 10% mehr, auf dem Rücken sind es jetzt 5%. Ja, und da werden wir zu sehen, dass wir damit möglichst schnell vorankommen. Jetzt hier nochmal da das mitnehmen, das und das. So. Und dann sehen wir jetzt gleich auch nämlich schon ganz anders aus. So. Tada. Ich hoffe, ich habe alles drin. Ein paar Sachen fehlen mir noch, deswegen müssen wir sowieso mal in der nächsten Zeit auf jeden Fall zu dem Händler. Die werde ich nämlich dann nachkaufen und euch auch dann so zeigen, wie man die ganzen Sachen dann upgradet. Für jemanden, der jetzt wirklich von null, wirklich von null anfängt, auf einem neuen Server, die sind serverübergreifend mittlerweile, die Teile. By the way, wirklich, wenn jemand wirklich jetzt von 0 auf 100 startet, quasi keinen Charakter in World of Warcraft besitzt, der oder diejenigen, die müssen auf jeden Fall von vorne anfangen, die haben im Laufe der Zeit erstmal keine Möglichkeit, an diese Erbstücke dran zu kommen, weil die dann doch schon ziemlich ins Budget gehen. Nichtsdestotrotz ist dann jeder irgendwann, ich denke mal spätestens mit Level 60, 70 so in der Lage, sich die ersten 1, 2, 3 Teile holen zu können. Meistens ist man aber dann doch nicht lange alleine, bis man dann wirklich mal in dem Level angekommen ist und hat schon diverse Leute, vielleicht eine Gilde oder eine Community kennengelernt, wo man sich dann vielleicht das ein oder andere Goldstückchen pumpen kann, um dann natürlich auch schneller voranzukommen. Ja? So. Erbstücke haben zum einen den Vorteil, dass wir extrem viel austeilen jetzt gerade am Anfang. Wir kriegen nicht nur mehr EP, wir teilen auch extrem viel aus und das beschleunigt die ganze Sache einfach ungemein. Mir fehlen aber noch ein paar Bars und die werden wir jetzt mal eben noch einstellen und mal gucken, was wir sonst noch hier im Interface einstellen können. Wir brauchen Aktionsleisten. Richtig, da sind sie. Die sehen wir jetzt gerade noch nicht, weil ich die nämlich verstecke, solange da nichts drin ist oder wir diese nicht auf diese Leisten zugreifen müssen. So, was haben wir hier noch? Meinte ich eine? Ja, Kampftext. Wir brauchen unseren Kampftext auf jeden Fall. Ja, das reicht überwiegend. So, was müssen wir jetzt machen? Kriegerhelden befreit. Jetzt hab ich den Ballern hier. Bäum, bäum. Piu, piu. Ich habe Kranz. Kann ich noch nicht wirken. Tut
Haben wir denn hier hinten noch so einen Käfig? Käfig. Bom. Ich eben Meisterschaft. Ich habe tatsächlich ein Pad, ich kann es nur noch nicht steuern, okay. Mein Gott, bist das klein. Tick, 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 tick. Das Tickelchen. Ach, ich vergaß. Genau. Das können wir auf jeden Fall auch machen. Und zwar gibt es ein sogenanntes Reittier. Wenn man so und so viele dieser Erbstücke besitzt, die wir uns soeben angezogen haben, bekommt man über einen Erfolg ein Reittier, was man ab Level 1 benutzen kann. So, ich hoffe, dass ich das jetzt mal hier in meiner Mountliste irgendwann irgendwie irgendwo finde. Da ist er. Ja. Ploppen wir uns denn jetzt einfach mal hier hin. In der Hoffnung, dass wir den Shortcut in der nächsten Zeit nicht brauchen werden. Ja, und dann... Haha. Werden wir hier von diesem coolen Ork kutschiert. Super. Das spart uns auf jeden Fall schon mal wieder einige Minuten und Laufweg vor allen Dingen. Friede sei mit euch. Ja, und das ist echt eine coole Sache auf jeden Fall. Gerade für jemanden, der jetzt zum Beispiel mit Burning Crusade, Wrath of the Lich King oder sonst irgendwo aufgehört hat und wieder von neu anfängt oder so, gesagt, es geht wirklich ratzfatz, dass ihr gerade mit diesen ganzen Hilfestellungen, die man dann doch bekommt, wieder auf Level 100 ist oder man ziemlich viel Spaß bei Level haben kann, weil es einem einfach nicht savvy Kaugummi vorkommt. So, dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das können wir nicht im Laufen fassen, okay. Ah, kann ja auch nicht alles, ne? Oh doch, das geht im Laufen. Tatsache. Piu-piu. Piu-piu. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Piu-piu. Das lädt immer noch auf. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Gestohlenes. Achso, irgendwo sind hier noch gestohlene Gewehre. Ich werde die jetzt mal. Ach, das habe ich auch noch nicht umgestellt. Okay, machen wir das jetzt. Und zwar. Wo ist es drunter? Kampfanzeigesteuerung. Schnell plündern wollen wir. Und zwar hat das zum einen den Vorteil, dass wir, wenn wir Shift drücken, können wir natürlich die Beutetasche aufmachen, ganz in Ruhe da reingucken, klicken das erste an, klicken das zweite an, ja, und das dauert. Und deswegen machen wir das Schnellplündern rein und dann funktioniert das so und so ist das gut. So. Hätte ich früher damit angefangen, hätte ich es jetzt nicht machen müssen. Nichtsdestotrotz bin ich, was das angeht, gerade in den niedrigen Levelbereichen ziemlich lootfaul, plünderfaul. Zum einen ist es nicht gerade wirklich sehr ergiebig, was man aus den Teilen kriegt, weil es alles nur im Silber- und Kupferbereich liegt. Zum zweiten, ja, hält es einfach auf, man möchte gerne schnell vorankommen. Nichtsdestotrotz sollte man sich vielleicht auch vorher den Log mal so ein bisschen durchlesen oder überfliegen, ob man nicht doch vielleicht für die eine oder andere Quest dann was looten muss. Geht mit der Ehre. So, weiter geht's. Das ist einfach herrlich mit diesem Mount. Das ist super.
So, was genau? Ach, okay, wir sollen hier die Tröge verbrennen. Wusch. Ja, Schweinchen, stirb, Schweinchen. Aber wir müssen auch noch Schweinchen töten, super. Jo. Bam, ins Genick. Pack, pack. Zack, zack. Puck, puck, puck. So, viele tote Schweinchen. Das gute Schweinefleisch. Liegt ja alles auf dem Boden. So, dann haben wir die Sau noch direkt mit verbrannt. Erstmal schön Bacon. So. Das war schon, was wir dazu haben. Okay, das ging ja schnell. Brumm, brumm. Grüße. Möge die ewige Sonne euch erscheinen. Haben wir einen coolen Titel, den wir hier anmachen können? Wir sind Jenkins. Ach du heilige, liebe Güte. Dann lieber gar nichts als Jenkins. Wir sind. Ja. Ja, mach du ruhig den da vorne. Ich hoffe den da. Ja, da guckst du, wa? Ja, den haben wir mal schnell gegönnt, den Mob. So. TÜV, 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 TÜV. Guten Tag. Möge die ewige Sonne euch bescheiden. Was soll ich machen? Okay. Meinen zuverlässigen Schuss, mit dem ich hier die ganze Zeit schon am Schießen bin. Soll ich jetzt hier vorne ausprobieren? Dann machen wir das. So. Ach so, das hat gereicht mit der Gabe, okay. Ich hätte gedacht, das wäre gerade abgebrochen, aber anscheinend mussten wir uns mit der zweiten Quest mit dieser Gabe nur kurz hier hinstellen und einmal fix draufklicken, dann war es das. Ja. Dann lassen wir uns hier mal ein bisschen weiter rumfahren. Von dem lustig aussehenden Ork hier. Questgebiete wurden auch größtenteils, also gerade die Stadtgebiete wurden größtenteils verändert. Das kam zum einen mit dem Kataklysm. Ja. Und dann sind halt wesentlich, ich sag mal, strukturierter aufgebaut, sodass man sich nicht ständig tot sucht, nicht weiß, wo man hin muss oder auf einmal doch vor einem Mob steht, der jetzt 10 Level über einem ist. Es gibt eigentlich, man hat so eine Art Leitfaden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Es wird auf der Minimap zum zweiten nochmal angezeigt, wo man überall hin muss. Man kann die Quests eigenständig anklicken und sich die Karte dann nochmal anzeigen lassen und bekommt auch hier dann nochmal mit Tooltips und allem drum und dran in der Info erklärt, wie dieses ganze System funktioniert. Man hat also quasi nicht das Gefühl, wenn man wirklich als Neuersteiger an die Sache rangeht, dass man von vornherein ins kalte Wasser geschmissen wird. Ja, jetzt hoffen wir, dass das hier mal schneller geht, dass die Möwe mal anfängt zu landen, ja. Möwe ist schon im Sinkflug, vielleicht hat sie da unten eine Pommes gesehen oder so. Ja, ist Mayo drauf. So. Seid gegrüßt. Ja, sei gegrüßt. Ich nehme ja erstmal an, was du für mich hast. Merci, merci. Was kannst du hier dafür? Kannst du mir ein paar Erfahrungspunkte geben?